Nein. Also Leben, ja, gerne. Leben wollen wir alle. Wir wollen eigentlich alles auskosten. Wir wollen es leben, wir wollen es erfahren. Ich habe gestern davon gesprochen, in der Tat, 5 Leute haben es gesehen, dass es wie ein Tanz ist. Kaum weiß man wie. Auf einmal ist ein Wirbel, ist man in einem tollen Wirbel von lauter Tanz und Freude, der wirklich wie ein Champagnerkorken auf einmal, oder besser gesagt wie ein Champagner auf einmal überfließt, überschäumt. Kaum weiß man wie. So dichtet Schorilke. Es begann als Mahl, es begann als Essen, als Mahl. Und es wurde ein Fest und kaum weiß man wie. Auf einmal sei man am Jubelrauschen, auf einmal ist das eine Freude, ein Tanz, ein sich wiederfinden, ein Abschied nehmen und sich dann doch wiederfinden und so weiter. Und ich habe mich einfach nur gefragt, wie das zustande kommt. Indem man alles loslässt, was man vorher so unglaublich wichtig gefunden hat. Obwohl es doch, man hat es wichtig gefunden, man hat sich daran festgehalten, obwohl es doch sich gezeigt hat, dass das offensichtlich ein Weg ist, der einen nur Verdruss einbringt, wenn nicht schlimmer. Von Kummer und Leid gar nicht zu sprechen. Ihr werdet es nicht los, weil ihr es so festhaltet. Ihr klammert euch so daran und ihr klammert euch noch an etwas anderes. Ihr klammert euch an die falschen Vorstellungen oder an die Vorstellung, dass der Weg, von dem ihr meint, dass er richtig ist, auch so richtig sein muss. Und das, wenn ihr seht, dass das Menschen sich bewegen oder sich benehmen, wie ihr das eben nicht mehr richtig haltet, wo ihr sagt, das habe ich vielleicht mal irgendwann getan, aber auch heute ist das für mich ein völlig absurder Weg und eine falsche Vorstellung, so dann auch hinterher zu tigern. Und doch tun das die meisten. Demonstrationen sind, da gehen immer die Menschen hin, die an einer Vorstellung kleben, es muss sich doch so und so lösen lassen, was sie doch erwiesen hat, es sich so nicht lösen lässt. Denn wenn jemand eine Meinung vertritt, wird er bei dieser Meinung bleiben, bis er selbst zu der Ansicht kommt, dass das vielleicht doch so keine gute Idee ist. Aber nur, weil jemand anderen ihm erzählt, wir wollen das nicht und das ist doch alles falsch und siehst du nicht, wie falsch das ist, was du da machst. Auf diese Art und Weise, da erzeugt man eine Gegenwehr. Natürlich könnt ihr leben und sollt auch leben. Ihr sollt alles erfahren, was ihr erfahren wollt. Aber wenn es Wege sind, von denen ihr merkt, sie führen nur ins Verderben, warum dann diesen Weg noch weitergehen? Wer hat gesagt, dass ihr in eurem Leben, auch in den Bereichen, von denen ihr wisst, dass es zum Verdruss und zum Übel führt, dass ihr dabei bis zum Äußersten gehen sollt? Wer hat das entschieden? Obwohl ihr doch wisst, dass es durch eure Einmischung, durch das, wie ihr das tut, nicht besser wird, sondern schlechter. Das müsstet ihr doch mitbekommen haben. Ich habe schon viele Menschen sagen hören, das sieht man ja öfters in Berichten oder wo auch immer. Ach ja, da hätte ja irgendein Arzt oder Psychiater hätte ja so toll beigeholfen. Das Problem war nur, ich weiß nicht, aber wie weit er wirklich geholfen hat, aber irgendwie haben sie noch die gleichen Probleme. Sie lösen sie jetzt nur anders, aber ehrlich gesagt, wirklich weitergeholfen hat es ihnen nicht. Und darum sage ich, wer hat ihnen gesagt, dass sie bei der Freude, bei der Befreiung, wenn man sich sagt, nein, ich werde davon frei, ich will mich damit nicht mehr auseinandersetzen, ich will mich damit nicht herumplagen. Wer hat euch gesagt, dass ihr dabei bis zum Äußersten gehen sollt? Dass ihr euch bis zum Gehen nicht was da reinsteigert? Und zwar so lange, bis ihr praktisch dem ähnlich seid, was euch bedroht. Wer hat das entschieden? Eines ist sicher. Ich hatte es gestern gesagt und ich hoffe, dass es verstanden worden ist. Zumindest von 5, die es angeklickt haben. Dieser wundervolle Wirbel, dieser Freude, dieser Tanz, dieses Umeinanderkreisen, all jener, die um etwas kreisen, was sie sich gewünscht, was sie sich gewählt haben, was sie auch vorfinden lässt, das passiert all jenen, die wirklich frei von dem ganzen Ballast geworden sind. Und wirklich frei von dem ganzen Ballast wird man nur, wenn man sich von dem völlig entfernt hat.
Und da das Leben ein einziger Tanz ist, ein Tanz um Energien, und ich denke, das wisst ihr, das könnt ihr auch wissen, dass, wenn ihr das mir nicht glaubt und wenn ihr das für esoterisches Gefasel haltet, ja, dann guckt euch halt die Chemie an. Ich meine, die Chemie redet andauernd davon, dass das Elemente sich anfügen und wieder auseinander und wieder loslassen. Die ganze Chemie, die ganze Physik, es ist ein einziges Untersuchen eines einzigen wirbelnden Tanzes umeinander. Und also es ist ein ewiges Aufbauen und ein wieder Abweisen. Ein ewiges Zerstören und wieder neu aufbauen und ein ewiges Zusammenfinden, ein Abschied nehmen, ein sich losreißen von etwas und wieder zueinander hinfinden, zu dem, wo man auch wirklich hin will und so weiter. Das ist ein einziger toller Tanz und ein wunderschöner Tanz dazu. Es ist nur, wenn man sich damit so beschwert, dass man sich in das Leiden reinsteigert und in die Zorn und die Panik, in die Angst reinsteigert, dass man dann in die Unbeweglichkeit kommt, in die Unflexibilität. Wer hat euch gesagt, dass ihr dabei bis zum Äußersten gehen sollt? Keiner. Aber es war der eigene Wille. Irgendwie hängt das mit einer Verknüpfung zusammen. Nach dem Motto, die anderen müssen sich doch wohl mal belehren lassen von mir, und wenn ich ihnen doch da sage, dass das alles falsch ist und so weiter. Und dazu kommt völlig absurde Vorstellung. Die heutige Vorstellung, also ich meine, die jetzt dieser Tage aktuell ist, ist schon ein Wahnwitz. Ich meine, irgendjemand hat gesagt, dass Putin, also, um ihn jetzt beim Namen zu nennen, dass Putin sich irgendwie ärgert oder dass Putin frustriert sei oder sonst irgendwas. Ich kann euch was sagen. Also, was heißt, ich kann euch was sagen? Aber also als zornig oder frustriert wirkt er eigentlich nicht. Ganz im Gegenteil, der sitzt da ziemlich fest und sicher in seinem Sattel. Ich weiß, er aber weiß, wie viele Menschen er in Mitleidenschaft gezogen wird, und ich weiß auch nicht, ob er weiß, dass er das später auch wieder raus muss und dass ihm dabei relativ wenig Leute helfen können. Aber ich bin nicht Putin, ich habe keine Ahnung, was in seinem Kopf vorgeht. Aber ich weiß, dass jede herausragende geschichtliche Figur, von der mehr als zwei Leute gehört haben, irgendwie einer Gesamtidee entsprechen, von der einer dann eine Art Protagonist ist, der eine Idee vorsteht und diese verwirklichen wird, und alle anderen, die eine ähnliche Idee haben, folgen hinterher. Ich meine, das Ärgerliche ist, dass wir zu wenig aus unseren Belehrungen, die wir früher auch schon hatten, auch schon als Kinder gehabt haben, etwas gemacht haben. Der Rattenfänger von Hameln ist genau das Ding. Dass er eine Melodie anstimmt und alle ganz verzückt hinterher. Und genau das ist das Thema. Das ist bei allen Sachen so, ob das bei Sekten ist oder ob das bei diesen Meinungsfängern ist oder sonst irgendwas. Und das Schlimme ist, die meisten merken das gar nicht, dass sie genau in so einer Plörre sitzen. Es gibt irgendwo auf einem Programm, das heißt, oder eine Sendung, die das heißt Die Meinungsmacher. Nur um das richtig zu verstehen. Es gibt also eine Sendung, und das ist dann also offensichtlich für die, die keine Meinung haben. Aha, sehr interessant. Und das ist dann die, die dann die Meinung von denen machen. Also, hört gut zu, liebe Kinder, aufgepasst. Da ihr sowieso ein Blödsinn und keine Meinung habt, ja, dann sagen wir dir, was du meinen sollst. Oh. Und das in einer sogenannten, und das in einer Zeit, in einer Gesellschaft, die doch alle so gerne so demokratisch wären. Meine Damen und Herren, zur Demokratie gehört, dass jemand eine Meinung hat, die er auch gerne vertritt und die er auch gerne leben kann. Niemand hat entschieden, dass nur weil du die Farbe gelb findest, alle anderen auch gelb tragen müssen. Das ist, glaube ich, nicht notwendig, und das denken wir, das wissen wir auch alle. Bis wir in ein Land kommen oder bis wir in einen Zustand kommen, in dem alle praktisch eine Uniform tragen müssen. Und wenn dann zufällig der Machthaber gelb toll findet, ja, dann tragen eben alle gelb, ob du gelb leiden kannst oder nicht. So sieht die ganze Sache aus. Es ist eine Katastrophe, dass Menschen, die so nach Demokratie scheinen, nicht begreifen, dass sie längst in einer Demokratie sitzen. Das tun wir nicht längst, das tun wir andauernd. Wir saßen immer in einer Demokratie. Wir haben das noch nicht begriffen, dass wir in einer Demokratie waren. Eine Demokratie heißt ganz einfach, dass die Meinung eines jeden zählt. Und das tut sie auch. Damit das auch gerecht zugeht, kann die Meinung eines jeden in der Tat, was es kann, sie hat
die allerstärkste Stimme in dem eigenen Leben. Wo sonst? Was immer ich toll, was immer ich gut finde, das ist ja prima, dass ich es gut oder toll finde. Toll, dann habe ich es in meinem Leben. Aber das ist alles. Ich kann einem anderen nicht dazu bringen, das bitte auch gut zu finden. Vor ein paar Tagen hat jemand geschrieben, ich habe es geschafft mittlerweile. Diese Konflikte in meinem Leben haben sich aufgelöst. Ich habe das alles gar nicht mehr. Ich fühle mich frei, ich bin es auch. Ich habe es hier einfach nur mal vorgeschlagen. Wenn jemand das dann so nimmt und das dann in seinem Kopf so bewegt, dann ist das doch eine super Sache. Und wie er es nun genau gemacht hat, ja, das weiß ich genauso wenig wie alle anderen auch, aber er weiß es und er tut es. Und wird von allem frei, was ihn so wahnsinnig beklemmt und was ihn so wahnsinnig belastet hatte. Ich habe mich gewundert, dass mein Kanal nur so 300 Leute, 250 mehr oder weniger, 1, 2, 3 mehr oder weniger hat. Ich dachte, es wäre mehr. Als ich vor 7 Jahren diesen Kanal gestartet habe, da wusste ich, also ich fing ja mit einem an, nämlich mit mir. Und da dachte ich, okay, das wird wohl nach 4, 5 Jahren, das war 2015, nach 4, 5 Jahren wird der Kanal so um die 2.000, 3.000 Anhänger haben. Und bei dieser Zahl wird es auch bleiben. Ganz einfach deshalb, weil die, die von Beginn dabei sind und die das durchgehalten haben, und das ist also erstmal mein Kompliment an alle, die mich noch von früher kennen, denn ich meine, wie ich damals ausgesehen habe und wie ich heute aussehe und wie ich heute rede und wie ich damals geredet habe, das ist ja nun ein himmelweiter Unterschied. Abgesehen davon, dass sich meine Laune extrem gebessert hat. Aber ich war damals einfach nur schwer krank. Aber ich dachte, ich wusste nicht, wie viel Zeit mir bleibt. Als ich vor 6, 7 Jahren damit angefangen habe, da war ich schwer krank. Und ich war nicht sicher, ob ich überhaupt noch, damals wusste ich nicht, ob ich noch 2, 3 Monate durchhalte. Aber ich wusste, dass das, was ich sagte, die Lösung war. Löse eine Menge Probleme. Für praktisch 99% aller deiner Probleme, und das ist eine ganze Menge. Der restliche 1% bleibt dann so als Fun sozusagen, als Spielzeug. Prima. Und ich versuchte das irgendwie noch rauszupressen irgendwie. Ich versuchte euch das irgendwie, da irgendwie noch irgendwie unterzujubeln. Irgendwie dachte ich, komm, jubel es hier noch irgendwie unter die Weste. Dann denken können sie dann ja weiter. Aber können sie auch selber weiterdenken. Okay. Als ich dann nach einigen Monaten feststellte, offensichtlich werde ich wieder gesund, was ich ehrlich gesagt, was mich so gar nicht so, wer weiß wie, beglückt hatte, weil ich dachte, dann Gott nochmal, also, wenn ich den Körper loswerden will, ich meine, wenn ich das materielle Leben hier loswerden will, weil es mich jetzt echt nur noch beschwert, ganz egal aus welchen Gründen jetzt, aber es tut es eben, dann ist das für mich jetzt nicht so interessant, ob der Körper nur gesund wird oder nicht. Aber nun ist er doch ein bisschen gesünder geworden und ich frage mich, wozu eigentlich? Aber egal, ich hatte damals gedacht, okay, ich kriege so vielleicht die Abonnentenzahl, 2, 3, 4 Jahren kriege ich es hin, kriege ich so zwischen 2.000 und 4.000 Abonnenten. Und diese Zahl wird auch stagnieren, so dachte ich, ganz einfach deshalb, weil die, die vom Anfang an das gehört haben, was ich gesagt habe, nach 2, 3 Wochen das, was ich hier zu sagen habe, nicht mehr brauchen. Denn sie denken ja schließlich weiter. Und sie denken so, wie ihr höchster Geist ihnen das einsuggeriert und so, wie sie das dann auch haben wollen. Es ist ihr Wille ja, der sie zu etwas drängt. Und der sie zum Schluss dahin bringt, alle Belastungen, die das Leben so mit sich bringt, loszulassen, ohne dass sie deshalb gleich anfangen müssen, das Leben aufzugeben. Das muss man ja gar nicht, das Leben kann ja bleiben. Und das, was ich sage, ist deshalb so interessant, weil im Grunde genommen alle so weiterleben können wie bisher, nur eben in einer höheren Schwingung. Und so wird also das, was wir bisher getan haben, auf einmal eine ganz andere Wirkungsweise entfalten. Obwohl wir genau das Gleiche tun. Auf einmal, denn ich meine, der Gemüseverkäufer verkauft immer noch sein Gemüse und der Plattenverkäufer verkauft immer noch Platten. Das ist nicht das Ding. Aber die Art und Weise, wie er es tut, wird eine andere Klientel und wird vor allen Dingen andere Menschen anziehen und vor allen Dingen wird die Wirkungsweise, mit der man das tut, anders. Darum geht es ja. Die Stimmung wird einfach anders. Die Stimmung wird heller. Und als ich nur damit anfing, dachte ich, na gut, dann kriegen wir das hin, dass es ein paar Leute wissen und auch wenn ich das dann hier so nicht mehr mitmache, die Leute aber, das Wissen ist in der Welt. Und so dachte ich in der Tat, als ich dann feststellte, ich werde wohl offensichtlich doch ein bisschen länger leben,
Na gut, dann werde ich so eine Abonnentenzahl von vielleicht 2.000, 3.000 Abonnenten haben. Also das so, dass ich dann davon von diesem Kanal soweit ganz gut leben kann. Aber wesentlich mehr wird es eigentlich nicht, weil die Leute, die begriffen haben, das ja weiter verfolgen, auch wenn sie meinen Kanal nicht weiter abonnieren. Dafür kommen aber neue Leute dazu. So dachte ich das und so war das wohl auch gedacht. Aber irgendwie stagniert das und irgendwie bleibt das bei 350 Leuten, so dümpelt es so vor sich hin. Aber nun, Christian Morgenstern hat einmal gedichtet, nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Nun, ich denke das jetzt eigentlich nicht global, ich sehe es bei einem einzelnen Menschen. Wenn man sagt, dann nochmal, ich komme hier nicht weiter, es ist immer noch so und ich leide immer noch hier drunter und irgendwie ist das, was ich loslassen will oder was ich einfach nicht mehr in meinem Leben vorfinden will, ist immer noch da. Es wird verschwinden in dem Augenblick, wo es keine Plattform des Nährbodens bei dir hat. Ich will damit sagen, es ist so ähnlich wie mit einem Flugzeug. Ein Flugzeug kann landen, wenn es eine Landefläche vorfindet. Und so ist es mit all deinen Situationen und all deinen Begebenheiten im Leben auch. Um bei dir landen zu können, braucht es eine Plattform, braucht es eine Landefläche. Findet es das nicht mehr vor? Ja. Wo ist dann das Übel geblieben? Es ist weggegangen. Und schwirrt irgendwo herum, in der, was weiß ich was, irgendwo im Space da herum. Aber wo immer es landen kann, bei dir, der du jetzt eine höhere Schwingung hast, landet es nicht mehr. Es besteht also kein Grund, sich über irgendwas zu ärgern. Zurück zu diesem Lebenstanz, den ich hier am Anfang des Videos angerissen hatte. Dieser Tanz um eine Mitte, in deren Zentrum dein eigener großer Wille steht, den kriegst du locker lustig hin. Und zwar von der Wirkungsweise, die du ja verstehen musst, die du ja begreifen musst. Damit du dann nicht wie ein Baby mit lauter A's und O's im Gesicht da nur staunend herumstehst. Den bekommst du nur hin, wenn deine innere Bereitschaft, dich mit dem Übel auseinanderzusetzen, aufgehört hat. Ich habe gestern gesagt, das Leben ist ein Tanz, es ist eine Transformation. Ein immer mehr, ein immer höheres Steigen, weil alles, was sich bis jetzt so vom Grunde her so belastet hat, auf einmal verschwindet, weil dein eigener Wille es freigibt. Und ich weiß, dass einige sofort denken, was heißt hier freigeben, was heißt das denn, hängt man das dann an anderen an? Nein, ja, weiß ich nicht. Also jeder, der dafür eine Resonanz hat. Ich meine, wenn ich etwas freilasse, dann belästigt mich das nicht mehr. Dann ist es einfach nicht mehr da. Qual, Elend, Not, Drangsal, alles weg. Keine Plattform mehr. Wo keine Plattform, da keine Landung. Oder was ich vor ein paar Tagen mal gesagt habe, wo keine Vorlage, da keine Auswirkung. Das ist aber nur etwas, was bei jedem der Fall ist. Und jeder, der noch eine Resonanz dafür hat, in einem Krieg zu sterben, der noch eine Resonanz dafür hat, unter irgendeiner jämmerlichen Krankheit dahin zu siechen und dann irgendwann auch dann die Augen dicht zu machen, jeder, der eine Resonanz davon hat, bestohlen zu werden, niedergeschlagen zu werden, der wird bestohlen, niedergeschlagen oder landet in einem Krieg oder stirbt da drin. Das ist ein unerbittliches Gesetz. Und ist eines, das schon seit Jahrmillionen, Trilliarden Jahren schon so funktioniert. da hat sich eigentlich keiner beklagt. Nur die das ein wenig zu weit getrieben haben, die ein wenig zu, was heißt zu gierig, aber die ein wenig zu selbstvergessen agiert haben, die haben sich vorübergehend beschwert. Aber selbstvergessen heißt eben, dass man sich über sich selbst nicht im Klaren ist. Mit anderen Worten, wenn ich anderen etwas tue, muss ich mir überlegen, was hat das für mich persönlich für eine Konsequenz. Es geht nicht darum, ob dem anderen jetzt Recht oder Unrecht geschieht. Die Frage ist doch, was hat das für mich eine Konsequenz? Wenn ich das und das tue, was bedeutet das für meine Schwingungsplatte? Das ist doch keine,
Das ist doch, hier geht es doch nicht darum, dass du noch wie im Kindergarten mit großen Augen der Tante im Kindergarten lauschen, was die uns dann alles erzählt und dann ist das auch alles so richtig. Oder wie Mama und was Mama und Papa sagen. Das ist eine Sache, so lernen wir. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo wir erwachsen sind. Und in dem Wort erwachsen steckt das Wort erwachen. In dem Augenblick, wo ich begreife, dass ich für mein eigenes Leben verantwortlich bin, in dem Augenblick, wo ich begreife, dass ich es in der Regie, in der Hand habe, was mir begegnet und was ich abstoßen kann. Wenn ich das weiß, dann werde ich alles tun, um jede Situation zu vermeiden, die mich praktisch wieder zum Mitgehangenen, Mitgefangenen für etwas macht, was ich nicht leiden kann. Dazu gehört das Erwachen, dazu gehört das Begreifen und dazu gehört auch, dass man erkennt, dass man auch genau darin eingewilligt hat. Wir haben ein bisschen zu viel uns auf die Platte geladen, das will ich gerne zugeben, dass wir ein bisschen zu viel der Transformation jetzt nötig haben, um das hinzukriegen. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, wer hat gesagt, dass du mit dem, was du tust, bis zum Äußersten gehen sollst? Wer hat das entschieden? Seht ihr, unsere Frauenrechtlerinnen haben genau das Problem. Ich glaube euch ja gerne, dass ihr euch alle von den Männern unterdrückt fühlt. Oh ja, und wie? Und ich weiß, dass Männer hier bis zum Äußersten gehen. Also das tun die ganz bestimmt. Guckt euch die mohammedanisch geprägten Männer an. Also entschuldige bitte mal. Also sie behandeln ihre Mami, ist natürlich die Mutter auch ganz still über allem. Nicht, klar, nicht die Mutter, aber nicht so, wie sie ein braves Fräuchen ist und schön zu Hause bleibt und keinen Spaß am Leben hat. Das ist das oberste Gesetz einer Frau. Jedenfalls im islamischen Denken. Was immer eine Frau haben darf, hat die Spaß am Leben nicht. So, das ist den Männern vorbehalten. Ja. Und seht ihr, solange Männer so denken, dann werden sie das ausagieren wollen. Und solange es Frauen gibt, die sich da reinfinden, das zu akzeptieren, anstatt es zu transformieren, anstatt sich da wieder rauszuschlängeln und anschließend das abzustoßen, zu versuchen, mit althergebrachten Vorstellungen, wird das misslingen. Wer hat gesagt, dass wir das alles hier dass wir das Boot hier vollpacken? Mit Gesinnungsgenossen sozusagen, die uns unseren Landesfrieden gefährden. Wir können auch doppelt so viele Menschen von der Kapazität her aufnehmen, als wir uns schon haben. Gar kein Thema. Platz haben wir genug, aber wir haben nicht die innere Stärke genug, um den Landesfrieden dabei zu wahren. Wer hat gesagt, wenn hier Flüchtlinge herkommen, und einer derjenigen oder die ganze Gruppe sagt, wir wollen das Essen nicht von einer Frau serviert bekommen. Die sind unrein, die wollen wir nicht. Nein, wir möchten es gerne von einem Mann serviert bekommen. Wer hat gesagt, dass wir den nicht sofort wieder ins Flugzeug setzen und sie dann wieder zurückschicken, ganz egal, wie das Land da bombardiert wird? Wer hat das gesagt? Wer hat das entschieden? Wer hat entschieden, diese Menschen bei uns zu behalten, die prompt dazu beitragen, den ganzen Landesfrieden zu gefährden? Wer hat entschieden, dass es mittlerweile Städte gibt, in denen, also ganze Stadtviertel, sich Menschen finden, die nicht ein Wort Deutsch sprechen? Und wir uns vorstellen können, dass sie aber in ihrer Landessprache das alte Leben, aus dem heraus sie aber geflohen sind und die ganzen Verhältnisse wieder herbringen, aufrechterhalten. Wer hat das entschieden? Ohne dem auch nur ansatzweise etwas entgegensetzen zu können. Wer hat entschieden, alle Menschen in eine freiere Gesellschaft, das kann auch Schweden oder Dänemark oder sonst was sein, also irgendein Land, was in einer im Denken schon etwas weiter fortgeschritten ist, wer hat gesagt, dass wir die jetzt mit anderen Menschen überfrachten, aber deren Meinung so lange gelten lassen, bis sie das innere Lebensgefühl ausgehungert haben oder ausgehöhlt haben? Wer hat das entschieden? Und wer von euch, die also gerne auf Demonstrationen geht, und so gerne für Menschenrechte kämpft, hat entschieden, dass ihr lauter denen die Menschenrechte zugesteht, was sie natürlich, die sie natürlich haben, und für deren Rechte eintretet, ohne dabei zu merken, dass es genau die sind, die euch die Rechte wieder wegnehmen wollen. Und dass ihr nicht
mit Fäusten gegen sie kämpfen sollt, aber dem Ganzen eine ganze Batterie von Energie entgegensetzt, die sie praktisch innerlich nicht mehr wirkungsvoll macht, in dem Bestreben, ein Leben zu führen, was eindeutig sehr viel Opfer im Gepäck hat. Wer hat das entschieden? Du brauchst gar nicht weit zu gucken und dir irgendeinen Politiker anzugucken. Meistens sind das die Menschen selbst. Seh dir, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass Menschen ungemütliche Situationen aufsuchen, um diese wieder in Harmonie zu bringen. Das ist die Transformation, das ist der Gedanke dahinter. Aber so wie er das tut, bringt er wenig in Harmonie. Ganz im Gegenteil. Eher das Gegenteil. Und das ist für euch oder das ist für viele hier sehr gefährlich. Das, was ich sage hier, müsste eigentlich Schule machen. Das, was ich sage, müsste Schule machen. Nicht ich persönlich, aber das, was ich sage. Das müsste in die Köpfe rein. Während sie alle so dabei sind, die Religion entweder zu verlachen oder sie fast fanatisch zu auszuüben, haben sie alle vergessen, dass es um ihr eigenes Denken geht. Seht ihr, die Religionen haben hier ganz eindeutig zu Recht einen sehr schlechten Ruf. Was als Rückführung und als Erleichterung und als Wegerleichterung gedacht war, jedenfalls vom Anfang her, vom Ursprung her, ist heute einfach nur noch, ist nur noch lächerlich. Und absurd. Im Grunde genommen hieß das eigentlich von Anfang an, such dir eine höhere Kraft und die hast du, und zwar in dir selber, die ist in dir drin, dass du dich von dem ganzen Ballast hier befreien kannst. Das ist die Idee dahinter. Aber ihr habt die Kraft, die euch dabei helfen könnte, euch von dem Ballast zu befreien, ohne dass ihr sie einem anderen gleich ins Gesicht schmeißen müsst. Sorry, Idee. Daraus habt ihr eigentlich gemacht. Ihr habt euer eigenes Denken und euer eigenes Licht, wenn man so will, euer eigenes Feuer, wenn man so will, erstickt in lauter Alltagssorgen, in lauter Belastungen, ausgedachte oder erdachte, die dann auch wirklich Gestalt angenommen haben. Und jeder Einzelne muss sich davon wieder freisetzen. Das gelingt ihm natürlich. In dem Augenblick, wo er sich daran erinnert, dass er selber sein höchstdenkender Geist ist. Und je mehr er all das loslässt, was sein eigenes Denken belastet, desto mehr wird er davon frei. Aber das wissen so wenige. Es könnten mehr wissen. Aber sie wollen das nicht. Aus irgendwelchen Gründen haben sie beschlossen, sich in die Nesseln reinzusetzen und sie anschließend darüber zu beklagen, dass es die Nesseln sind, die ihnen jetzt wehtun. Ich weiß nicht, warum. Ich kann nur versuchen, das hier zu sagen. Und noch etwas. Das, was ich sage, vielleicht nicht gerade, wie ich es sage, aber das, was ich sage, würde eine Menge zum Landesfrieden beitragen. Eine Menge. Wenn jeder nur erkennen wollte, was nicht so schwer ist, weil es eigentlich so klar auf der Hand liegt, dass wenn man den anderen alles Mögliche anhängt, ihn vor Belastungen setzt, ihn vor den größten für die größten Probleme stellt, versucht, ihn zur Rechenschaft zu ziehen, versucht, ihn anzuklagen und so weiter, dass in dem Augenblick es einen gewaltigen Kratzer in der eigenen Schwingungsplatte hinterlässt, nach der du aber dann nicht mehr tanzen kannst und die dich auch, weil du sie andauernd hörst und sie wird andauernd abgespielt, du ihr auch nicht entrinnen kannst. Das kann in diesem Leben vielleicht auch funktionieren, dass man etwas, dass man heimlich etwas tut, worauf zunächst einmal haha keiner kommt, aber das Problem ist, einer weiß das bestimmt und das bist du selbst. Und du wirst darunter, du musst darunter nicht unbedingt leiden, aber du wirst diese Folgen immer spüren. Und wenn das sehr gehässig oder sehr gemein gewesen ist, was du da getan hast, oder auch einfach nur sehr dumm war, einfach nur sehr blöde war,
dann wirst du darunter leiden. Alles, was Verdruss oder Ärger oder Kummer erzeugt, ganz egal bei wem erstmal, hinterlässt bei dir Spuren. Das ist die Emanzipation des freien Denkens. Tja, wer will das denn schon? Hm? Eigentlich so keiner. Eigentlich hatten sie gedacht, und sie bekommen ihre Freiheit dahingehend, dass sie selber eine persönliche Bedienung haben, der in der Summe aus das Frühstück, mittags das Mittagessen und abends das Abendessen macht, das Bett aufschlägt und des Weiteren noch nach den Wünschen dann geflissentlich fragt. Und irgendwie scheint Freiheit der Menschen dahingehend zu sein, dass sie doch von morgens bis abends bedient werden und man die von morgens bis abends die ganze Geschichte so schön gemütlich macht. Das scheint die Freiheit von Menschen zu sein. Schön, dagegen hat ja keiner was. Passiert ja auch. Wenn man bedenkt, dass man das Leben selbst aufrichtet. Du errichtest das Leben. Dein eigenes. Und alle, die sich dazu angezogen fühlen, füllen dein Leben aus. Und erfüllen dein Leben. Ich habe Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass das, was ich sage, in diesem gewaltigen Getöse noch um sich greifen kann, wenn ich eine Menge Leute das ebenfalls mehr mittragen. Die Zahl meiner Abonnenten ist viel zu klein, als dass sie auch nur ansatzweise irgendwas ausrichten könnte. Global gesehen überhaupt nicht. National gesehen auch nicht. Aber jeder einzelne der Abonnenten kriegt ein größeres und ein besseres Leben hin. Und das ist ja wohl das, was uns letztendlich interessiert. Und letztendlich kann es und muss es uns auch völlig egal sein, wie etwas national oder global oder auch nur überregional sich auswirken könnte. Es wäre schön, wenn es eine größere Wirkung hätte, hat es aber nicht. Aber wenn es den eigenen, das eigene Leben von allem Ballast befreit und man selber ein freies Leben hat und sich nicht mit lauter Sachen belastet, die einem ja doch wieder nur als Belastung dienen würden und einen dann nicht mehr loslassen, dann ist das eine gute Wahl gewesen, eine sehr gute Wahl. Und letztendlich wirst du von niemandem zur Rechenschaft gezogen. Von niemandem. Außer von ein paar Spinnern, die glauben, dass sie allen ernstes mal andere Menschen zu ihren Motivationen befragen dürften. Oder dass sie das Recht haben, irgendjemanden anzuklagen. Letztendlich folgt jeder seiner eigenen Bestimmung und seiner eigenen Schwingung. Und ob jemand das oder das oder das tut, wird immer von seiner Schwingung abhängen. Nur die kann er verändern. Und das ist das, was von dir im Leben verlangt wird. Eine immer höhere Schwingung zu bekommen, sodass du zu immer besseren Taten fähig bist. Das ist die Idee dahinter. Für mich heißt das vielleicht, dass ich mal einen Friseur suchen sollte. Gut, das kann sein. Hat schon dieses Vogelnest da oben irgendwo zu haben, aber ach komm, das ist ja doch wurscht. Ich will damit sagen, dass es von dir und von deinem eigenen Leben abhängen wird, von deinem eigenen Denken abhängen wird, wie dein eigenes Leben verläuft. Du bist der, und da sind wir bei der Befehlsgewalt, die ich auch schon mal hatte irgendwie. Und du bist der Befehlshaber. Du hast deine Befehlsgewalt in deinem Leben wieder. Wenn du sie erkannt hast, dann hast du sie wieder. Es hängt davon ab, ob du es erkennst und nicht, ob du sie von irgendjemandem kriegen musst. Ich meine, wer sollte dir schon deine eigene Befehlsgewalt in deinem eigenen Leben geben, wenn nicht du dir selbst? Aber dazu musst du natürlich auch eine wie soll man das sagen, eine Schwingung habe ich schon so oft gesagt, aber ein Bewusstsein dafür haben, dass du sie überhaupt hast. Denn natürlich hast du die Befehlsgewalt in deinem Körper, wer denn sonst? In deinem Leben auch. Du bestimmst immer noch, wer da in deinem Leben einmarschiert und wer nicht. Und wer sich in deinem Leben anfindet und wer nicht. Das bestimmst du doch. Wer denn sonst? Aber das Bewusstsein dafür musst du erstmal kriegen. Und das Bewusstsein dafür, dass wenn etwas in deinem Leben präsent ist, was du gar nicht haben möchtest, das ist, was damit zu tun hat, dass es das absolute Recht hat, da drin zu sein. Denn sonst wäre es da ja nicht drin. Es geht nicht darum, dass da jemand sagt, dass da jemand die Stirn runzelt und sagt, nee, du darfst das nicht. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, wenn etwas zu deinem Leben passt,
Wenn etwas zu deiner Schwingung passt, wird es sich dort anfinden. Da gibt es keinen Torwächter, der sagt, du darfst hier nicht rein. In dem Moment, wo da super drin, wenn du super reinpasst, wo das super dahin passt, ja, dann kommt es da rein. Und Mitarbeiter demonstrieren so viel gegen den Krieg, dass ich ganz genau weiß, damit erzeugen sie Krieg. Na, da kann man werden. Könnte schief gehen. Ja, könnte wirklich schief gehen. Seht ihr, Befehlsgewalt in seinem Leben zu haben, heißt nicht, dass man irgendwo da steht und jemand was befiehlt. Natürlich habe ich Befehlsgewalt in meinem Leben, wer denn sonst? In meinem Leben, ja. Aber deshalb muss ich nicht großartig sagen, das befehle ich jetzt, jetzt befehle ich das und ich befehle das und ich befehle das, das muss ich gar nicht. Das, was ich will, ist der Befehl. Das, was ich denke, ist der Befehl. Da musst du gar nicht erst großartig stehen wie ein Aushilfs-Domino, Dominos, wie auch immer die heißen, Master and Servant sozusagen, wie so ein Master oder was weiß ich was, und da irgendjemand da Befehle erteilen. Du brauchst da keine, wie auf dem Kasernenhof, da irgendwelche Befehle dazu erteilen, nicht? Abteilung, Marsch! Oder irgendwie so etwas. Das ist völliger Unsinn. Das ist dein Wille, der das tut. Und das ist auch von unserem Bewusstseinszustand her sind Kasernen normal. Die mussten wir auch haben, sonst hätten wir keine Landesverteidigung. Das ist jedenfalls unser Denken. Und das ist das Denken der Masse. Darum ist es ja so schwierig. Eigentlich ist eine Kaserne ein unaussprechlicher Ort. Denn in dem Augenblick, wo ich andauernd jemanden zu sehen sage, und jetzt links um, und jetzt Gewehr links, und jetzt nicht still gestanden, oder irgendwie so etwas, dann adressiere ich eine ganze Reihe von Menschen dazu, nicht mehr selbst zu denken. Denn woher will ich wissen, dass er wirklich sein Gewehr nach links, sein Gewehr schultern will? Also vielleicht will das überhaupt nicht. Also in einem unbewussten Zustand wäre eine Kaserne das Allerbeste. In dem Moment, wo man nämlich eine Menge Menschen zu etwas bringt, damit sie alle in eine Einheit reagieren. Das ist von einem unbewussten Selbst, ist das auch richtig. Aber nur, das funktioniert aber nur in einem Land, wo eine Menge Menschen ein recht unbewusstes Dasein haben. Aber ich denke, ihr wollt an der Freiheit, ich denke, ihr wollt selbstständig denken, ich denke, ihr wollt ein freibestimmtes Leben haben und was auch immer. Das führt mittlerweile, diese Idee führt mittlerweile zu den absurdesten Situationen, sodass man sich beinahe kringeln könnte. Ich habe neulich einen Historienfilm gesehen. Von einer Regisseurin inszeniert. Ich will niemandem zu nahe treten. Aber wenn sie eine Zeitgenossin von Martin Luther sagen lässt, Gott will doch, dass sie ein freibestimmtes Leben führen. Und das im 16. Jahrhundert oder im 15. Jahrhundert, da sag mal, bei den Piepzuhlen, was immer den Leuten eingefallen ist, aber dass auch nur irgendjemand ein freibestimmtes Leben hat. Das kam einfach nicht vor. Ich glaube, das Größte, was zu diesem Thema dazu historisch belegt ist, ist, dass Hildegard von Bingen gesagt hat, Gott liebt die Schönheit. Das wurde ganz zaghaft, kam das schon mal durch. Das ist vollkommen richtig. Also wenn du die Schönheit liebst, dann wunderbar, dann gehörst du auch dazu. Aber dann hörst du auch eben auf, alles andere zu verehren, was hässlich ist. Und damit verschwindet dann auch die Hässlichkeit. Jo, das wäre das. Und aber in dem Augenblick, wo wir einen Historienfilm haben, wo dann ein Prinzgemahl einer Königin als eine Art Hausmann fungiert und dann sich da dahingehend emanzipiert, indem er dann sozusagen stolz auf seine Töchter ist, das war ganz bestimmt nicht, es war eine Schande, eine Tochter zu haben und so. Das war das Bewusstsein von damals und es hat doch gar keinen Sinn, sich da schön zu reden. Da gab es so einen Historienfilm von einer Königin und da war halt ihr Mann war eben kein König, sondern Prinzgemahl, hat schon relativ wenig zu sagen und litt dann nun auch ein bisschen drunter, was heißt ein bisschen, wird wirklich drunter gelitten haben. Missachtung ist immer daneben und bei den Frauen übrigens auch, aber dass er dann nur auf die Idee kommt und stolz dann auf seine Töchter ist und dann sich immer rühren und seine Tochter kümmern und so etwas, dann das halte ich immer für mehr, weil das glaube ich nur weniger. Ich weiß nicht genau, was er da getan hat, aber ich hatte so das Gefühl, dass es ihn sehr an ihm genagt haben wird. Er konnte ja nicht wissen, dass jeder Mensch ein denkender Mensch ist, Männlein oder Weiblein. Und dass jeder Mensch das aus seinem Leben macht, was er erdacht. Jeder Mensch. Jede Person.
Jede Person macht, was sie in ihrem Leben erdacht. Tja. Und das ist eben die Schwingung, in die du rein möchtest, bitte. Das möchtest du bestimmt, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass irgendjemand, und hier fangen wir bei, und hier geht es mit der eigenen Vorstellung los, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sich freut, in den Fängen von einem anderen Menschen zu sein. Aber sieh dir, ich kann es mir nicht vorstellen, dass jemand damit glücklich ist. Aber offensichtlich sind es doch eine ganze Menge Leute. Und leider habe ich nicht die Möglichkeit, ihnen zu sagen, sag mal, seid ihr bescheuert. Das heißt, ich kann schon sagen, aber dann mache ich genau das, was alle anderen auch machen. Und damit ist dann ja wohl nichts gewonnen. Bitte versuche mich hier zu verstehen. Es ist sehr schwer, einem Menschen die Idee des freien Denkens beizubringen, ohne ihn gleichzeitig zu infiltrieren. Das kann ich nicht. Ich kann dir doch nicht erzählen, was du lieben sollst. Aber denke bitte daran, dass alles, was du tust, dich selbst in allem widerspiegelt. In allem. Und dass es nicht bloß ein Funke ist, der zu zünden beginnt, sondern dass es eine ganze Menge sind. Schön. Hey! Verzeihung. Oh je. Dass es nicht bloß ein Funke ist, der zündet, sondern es sind Hunderte oder Tausende. Und dass du dich eben nicht in einem einzigen kleinen Spiegelchen widerspiegelst, sondern dass es ein Prisma ist und dass es millionenfach wiedergegeben wird. Das Denken des Menschen ist wie ein Diamant. Facettenreich bis zum Gehtnichtfass. Warum nicht die Facetten loslassen, die man nicht mag? Die man nicht haben will? Ein Spiegel zu zerschlagen, ist insofern eine dumme Sache, weil dann haben wir tausende von kleinen Spiegelchen, die alle genau das reflektieren, was man vielleicht sogar nicht will. Darum geht es also nicht. Es geht nicht darum, einen Stein in seinen Spiegel zu werfen, sondern darum, dass man ihn harmonisiert. Jo, das wäre das. Ich kann es nur so wiedergeben. So hat man mich das gelehrt, aber ich denke mal, dass das so eine sehr kluge Sache ist. Und dann kommt noch etwas anderes. Ich denke, das sollte ich noch loswerden. Oh Gott, ich rede schon eine Dreiviertelstunde. Naja, was soll's. Man kann ja auch dann immer vorspulen, wenn es dann doch ein bisschen zu viel Faselei wird für einige. Obwohl das gar nicht so ein Fasel war. Viele Menschen glauben an Schutzengel. Ein Schutzbegleiter. Habt ihr. Je mehr ihr euch an sie klammert und je mehr ihr denen mit dem, was ihr so tut und was ihr so macht, die Luft abwirkt, desto mehr wird es an sie verzagt. Auf einmal haben sie noch eine zitternde Stimme und sind nur noch irgendwie kaum in der Lage. Sie beginnen zu japsen, sie können gar nicht mehr. In dem Augenblick, wo du sie freigibst, und nicht an ihnen mit Wünschen und Vorstellungen überladen und sie damit überhäufst, desto freier sind sie. Und Rilke dichtete mal, sie lernten das Schweben und ich lernte das Leben. Da ist was dran. Und noch ein anderes, noch schnell sei es gesagt, aber ich mache dann noch einen extra Post zu, weil das sonst überborden wird. Es gibt ja das Lied der Bürgschaft. Und wenn ich mich richtig erinnere, das ist auch schon ein bisschen her, dass ich es gelesen habe, dann teilt er die Menge mit gewaltigen Armen und dann rief er, mich Henker erwürget, da bin ich, für den er gebürget. Ein beeindruckender Satz. So ist es übrigens auch in deinem Leben. Ganz genau so. Es geht darum, dass du deinen eigenen Geist wieder frei lässt, denn der um dich wirklich leidet. Du hältst ihn ja geradezu gefangen mit deinen Vorstellungen, mit deinen Ideen, mit deiner Wut, deinem Zorn und was weiß ich was alles, wenn du sie noch haben solltest. Dann müsste man eigentlich sagen, mich erwürget und lass den frei, der für mich gebürget. Denn versteh mich bitte recht, dein höchster Geist, der birgt auch für dich. Er verbirgt sich dafür, dass du irgendwann den ganzen Ärger, den ganzen Krempel, den ganzen Kram hier loslässt. Ich versuche das noch in einem anderen Post, denn aber am Anfang zu sagen,
weil ich mir nicht vorstellen kann, dass jetzt jemand das so lange durchgehalten hat, was ich gesagt habe. Aber es wäre gut, wenn, weil es hier einfach darum geht, dass das hier ein Denken durch die Gesellschaft hier geht. Vor 30 Jahren hielt ein Bundespräsident eine Ruckrede. Könnt ihr euch noch daran erinnern, was wahrscheinlich die wenigsten, weil die meisten werden wahrscheinlich nicht so alt sein, dass sie das auch noch wissen. Aber wir hatten damals einen Bundespräsident namens Roman Herzog, und dann hatte der eine Ruckrede gehalten. Und dann hat er eine Rede gehalten, die als Ruckrede dann in die unsere deutsche Geschichte einging. Er sagte, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Und das muss es in der Tat. Die Schwingung muss höher werden. Unbedingt. Bei den einzelnen Menschen. Und jeder Mensch müsste das Interesse an sich selbst so weit entwickelt haben, dass er nichts mehr zulässt, was sein Denken belastet. Und dahingehend, ich denke, ich mache neuen Post dazu, weil das einfach zu viel sonst überbordend wäre. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg in deinem Leben. Sehr, sehr viel. Und alles Gute dir. Tschüss.